Jo, da wären wir wieder. Und es wurde mehrfach in den Kommentaren erwähnt, man braucht anscheinend gar keine Batterien, um die ersten Lasertürme zu bauen. Das ist natürlich nicht ganz so schön. Aber man braucht die Batterien für die Science Packs, um die Lasertürme zu erforschen, oder? Ich guck mal. Laserturrets? Nö, braucht man nicht. Okay. Da brauchen Batterien für. Ja, das ist doch mal praktisch. Also für uns jetzt irrelevant, weil wir haben es jetzt eh schon. Ist quasi zu spät. Aber es wäre für alle anderen praktisch, die halt möglichst schnell zu den Lasertürmen kommen wollen. Wobei man vorher natürlich auch exzessiv Stromversorgung vorantreiben sollte. Sonst bringen die Lasertürme einem ja gar nichts. So, was ich jetzt allerdings machen möchte ist... Oh Mist. Die Idee war eigentlich, dass ich die Mauer jetzt weiter runterziehe, um hier noch mehr Territorium abzuknapsen. Da ist jetzt schon eine Basis. Ich mach das, glaube ich, trotzdem mal. Ich ziehe das Ding jetzt... Super, genau, über Kobalt rüber. Ich ziehe das Ding jetzt so weit runter. Mehr Türme bauen, Mauern bauen, so. Shift. Ich ziehe das Ding jetzt so weit runter, dass ich dieses Eisenfeld und das Kupferfeld zumindest drin habe. Damit ich später nicht irgendwie Probleme bekomme, das da freischießen zu müssen oder ähnliches. Warum wechselt der eigentlich immer wieder auf die Pistole? Die sollte ich echt mal... Z, Z. So, das da raus, Q. So, jetzt sollte er immer, wenn ich einlogge, automatisch die Schrotflinte auswählen, weil es gibt halt nichts anderes, was er auswählen könnte. So, und jetzt müsste ich eigentlich schon auf der richtigen Höhe sein, ne? Ja, auch wenn das Kohlefeld da verlockend ist, aber es ist zu weit weg. So. Runter. Und rüber. Ja. Ich weiß auch nicht, was ich hier bauen müsste, um den Basenbau abzuschrecken. Also ich weiß, die Aliens schicken manchmal so eine Scouts los. Und wenn die Scouts dann nicht auf Widerstand stoßen, also getötet werden, dann kommen irgendwann mehr und dann stehen die dumm in der Gegend rum. Und wenn die lange genug dumm in der Gegend rumstehen, die Gegner, dann spawnt da eine Basis. Das heißt, wenn ich jetzt das Gebiet hier abriegel, können die ja nicht hier reinlaufen, um eine Basis zu bauen, oder? Macht zumindest Sinn. Wobei ich nicht weiß, wie der Computer das berechnet. Also, weil wenn ich nicht hingucke, dann laufen sie ja nicht. Dann wird nur die Information abgespeichert, dass irgendwas da und da ist. Aber berechnet er damit rein, wo er hingehen kann und wo nicht? Also, ich hoffe, ihr wisst, was ihr meint. Also, ich bin jetzt hier oben. Alles drumherum ist geladen. Hier läuft jetzt ein Alien los. Dann sehe ich das Alien nicht. Die Animation wird nicht gezeigt. Die Grafik wird nicht geladen. Aber die Information, dass ein Alien da ist und dass es hier hinrennt, wird im Hintergrund berechnet. Aber wenn hier eine Mauer im Weg ist, wird denn bei der Berechnung die Mauer mit einbezogen oder... Ja, müsste. Weil wir waren ja auch schon öfters recht weit weg von unserer alten Basis in den alten Staffeln und trotzdem sind die ja nicht einfach durch unsere Mauern durchgelaufen. Wobei der meistens gegen den Turm angefangen hat zu schießen und dadurch wurde dann die Einheit geladen vielleicht? Keine Ahnung. Sollte ich mir aber eigentlich erst Gedanken drüber machen, wenn das passiert. Das heißt, so oder so muss ich die Mauer bauen. Die baue ich jetzt, ziehe ich jetzt hier rüber, setze dann nochmal ein paar Türme hier hin und hoffe dann das Beste. Das gleiche würde ich ganz gerne oben auch noch machen. Da habe ich das ja eh nicht geplant gehabt. Jetzt allerdings erstmal... Wir haben noch keine 100 Science Packs. Mach jetzt bitte erstmal das da in der Zwischenzeit. Wir bereiten 100 Science Packs vor. Und sobald wir die haben, dann können wir mit der Stromforschung weitermachen. Warum ist da ein Loch in der Wand? Das ist jetzt sehr peinlich. Kommt her, Aliens. Wir haben hier extra zwei Löcher für euch in die Wand gemacht. Ich muss ganz... Was bist du? Tim. Ich muss ganz schnell Steinziegel holen. Und währenddessen sollte ich auch eine Runde machen beim Ressourcenverteilen, sonst wird das auch wieder nichts. Und... arbeitest du nicht? Keine Kapazitoren. Ja, also Kapazitors einsacken muss ich auch noch. Chunks füllen sich aber nur die falschen. Ja, hier unten Schwefelsäure füllt sich. Das ist gut. Petroleum, Gas nicht, weil es hier weiterverarbeitet wird.
Das muss ich irgendwie regeln. Wofür brauchen wir eigentlich Leichtöl? Ich habe es immer genommen für die Fuel-Block-Herstellung. Haben wir genug Kohle? Hol mal Kohle. Ich habe es immer genommen für die Fuel-Block-Herstellung. Aber wir können Fuel-Blocks auch genauso aus Petroleumgas herstellen. Zu denselben Kosten. Also entweder ein Leichtöl oder zwei Petroleumgas. Und man kann ein Leichtöl zu zwei Petroleumgas machen. Also verliert man in Anführungszeichen nur die Ressourcen oder den Strom, den die Chemical Plant braucht, die das Ganze zerlegt. Was jetzt ja nicht so wirklich viel ist. Mit. Das heißt, ich könnte einfach alles an Leichtöl umwandeln in Petroleumgas und dann irgendwie die Hälfte von dem Schweröl zu Leichtöl, was dann wieder zu Petroleumgas gemacht wird, umwandeln. Weil ich brauche halt einen Teil für das Lubricant. Das ist doof. Das kriege ich niemals hin. Rein. Ihr wart für Stahl. Habt ihr Stahl? Wir haben ein bisschen was. Alles gut. Also, Eisen hätte ich auch noch ganz gerne. Aber das wird nicht mehr hier eingelagert, das wird unten eingelagert. 125, sehr schön. Und 1400. Ja, doch, das läuft langsam. Was fehlt euch denn alles so? Also, grüne Chips hätte ich hier gerne. Draht hätte ich gerne. Da drin, von Hand, so. Die hätte ich gerne mit. Davon hätte ich gerne auch ein paar mit. Du brauchst nichts. Du hast immer noch genug Ressourcen. Ich habe extra für dich die Steinzahnen wieder oben gerade mitgenommen. Die brauche ich für nichts anderes, oder? Doch, hier. Dir fehlen sie sogar. Okay, mach die Beschränkung kurz weg. Hau alles rein, bis auf ein Stack. Und beschränk's dann wieder. So. Du brauchst Ärmchen. Ja, du brauchst immer Ärmchen. Warum ist da eine Iron Pickaxe drin? Ja, eigenes Inventar zu müllen oder fremde Kisten zu müllen. Ich bleib bei fremden Kisten. Was jetzt auch erklärt, warum da eine Iron Pickaxe drin war. Irgendjemand früher hat genauso gedacht. Und du bekommst 200 grüne Chips. Und wir 200 Ärmchen bekommen. Wie schaut's Forschungstränke technisch denn aus? Grün und Rot sind okay. Grün hinkt ein bisschen hinterher, aber das lag halt an den Ärmchen. Das müsste jetzt aufgeholt werden. Speedmodul 1 ist nicht die Welt, aber was Besseres haben wir nicht. Hast du kein Kupferdraht? Ja, Mangel am Kupferdraht. Okay, dann machen wir weiter. Und diese halben langen Ärmchen haben wir auch noch nicht erforscht. Ja, es ist viel. Es ist echt viel, was noch erforscht werden müsste eigentlich. Um so den reibungslosen Ablauf einigermaßen zu gewährleisten. Momentan haben wir so viele temporäre Lösungen. Hint. Dass das echt nicht schön ist. Also weder optisch noch praktisch noch zeittechnisch in Ordnung. Sei es drum. Du bekommst jetzt erstmal Weak Capacitor aus. Du. Bitteschön. Dann kriegst du Speedmodule. Ja. Mama. Ich glaube, ich mach das. Wobei, denk kurz nach, Gerogon. Für Schweröl gibt es Lubricant, was gebraucht wird. Sonst gibt es für den Schweröl selber keine Abnehmer. Nee. Ich habe kurz an die Engines gedacht, aber die Engines brauchen das Lubricant, die brauchen kein Schweröl. Das müsste okay sein. Okay, bau eine Chemical Plant. Bau gleich zwei. So. Und dann kommt die hier zwischen und macht einfach alles daraus dahin. Und solange wir noch kein Lubricant haben und keine Dingensbummens, keine Roboter bauen, können wir auch das Schweröl dazu verbrauchen, weil wir noch kein Lubricant haben wollen. Wobei, das ist nicht ganz gut so. So sollte ich nicht arbeiten. Ich sollte erstmal das Lubricant-Ding aufbauen. Den Lubricant-Tank schon mal so ein bisschen auffüllen, dass wir theoretisch Roboter bauen könnten, wenn der Rest soweit wäre. Und dann den Überschuss, den restlichen, zu Leichtöl machen. Ja, das klingt ein wenig durchdachter. Du stehst falsch. Kann die absolut nicht nachvollziehen, diese Dinge.
Wegen diesem Schräggestelle von denen. So, Plastik ist gleich fertig. Wir haben immer noch keine 100 blauen Science Packs. Die brauchen nämlich blaue Ärmchen und Plastik. Plastik wollte ich auch noch bauen, stimmt. Hier. Ja, so viel zu tun, so viel zu tun. Und das, das kostet jetzt viel Eisen. Und bitte bau nochmal aus aktuellem Anlass zwei Mauerstücke. Die hätte ich auch schon fast wieder vergessen. Du kannst erst ein paar Sekunden Plastik bauen. Warum hatten wir da gerade ein Iron Stick Rezept in der Chemical Plant? Sehr komisch. Forschung. Ja, macht man. Das dauert nicht lang, kostet nicht viel. Was wollte ich genau hier? Da, zweimal Iron Sticks. Aus einer Platte. Moment mal. Zweimal Iron Stick aus einer Platte. Nö. Was zur Hölle? Warum? Das kann man nur in Assembly Machines bauen. Warum tauchst du denn hier auf, wenn man es nur da bauen kann? Du bist sehr komisch. Also da tauchen alle Sachen auf aus der Kategorie. Ah, okay. Ich habe nichts gesagt. Du machst bitte Plastik. Dafür kriegst du Kohle. Du brauchst kein Wasser. Das ist sehr, sehr gut. Und arbeitest. Wie viel Pollution produzierst du? Auch nur 1,8. Das heißt, du brauchst eigentlich auch keine Module. Du bekommst jetzt ein ganz normales Ärmchen. Bekommst eine ganz normale Kiste. Dann hätte ich ganz gerne noch eine ganz normale Kiste. Brauche gleich ein paar mehr davon. Und nein, ich will keine Stahlkisten nehmen, weil Stahl ist momentan noch ein bisschen zu teuer, weil ich halt nichts automatisiert habe in der Richtung. So, ein bisschen Kohle bekommst du. Ah, es dauert viel zu lange. So, Plastik kommt. Jetzt habe ich Plastik und das brauchte ich wofür? Du sollst Lubricant herstellen. Du da nach da. Tanks. Tanks fingen unten links an. Bau vier Tanks. Ich laufe kurz runter, setze die beiden Mauern. Ich hatte Plastik jetzt gerade mir geschnappt, um anzufangen mit den hellblauen Science Packs, um dieselbe Inventar herzustellen. Deswegen wollte ich Plastik haben. Wir brauchen allerdings auch die blauen Ärmchen, um die Science Packs zu bauen. Ich weiß noch gar nicht, ob wir das schon können. Wäre jetzt natürlich auch peinlich. Nö, können wir nicht. Okay. Wir müssen noch etwas erforschen, bis wir die Substations bauen können. Das ist echt ein bisschen, ja. Ich hätte gedacht, wir kommen da schneller hin. Aber gut. Die Tanks. Welche Höhe Tanks? Die Höhe Tanks. Und wo genau? Die fangen an. Hier ist dieser 2x2 Block und da schräg drüber. Okay. 2x2 Block schräg drüber. Jo. Da und da. Da und da. Und es geht genau auf. Wobei wir so viele Lubricant-Tanks nicht brauchen. Ich wollte nur gucken, ob das Muster auch nicht aufgeht. Das heißt, wir schnappen uns jetzt da einmal runter, da einmal hoch. Und das erste Lubricant kommt. Sehr gut. Und wir können jetzt Electric Engines bauen. Für Flugzeugzeug. Ich hätte jetzt aber ganz gerne die komischen hellblauen Sachen. Nein, ich hätte gerne die... Warum gibst du mir Super-Inserter? Ich will die ganz normalen. Die da, die will ich haben für 20 rote Science-Packs. Gut. Und ich hätte gerne mehr Licht. Prioritäten und so. Also, es wird mit Licht versehen, Plastik wird abgegriffen und dann sollte ich anfangen, die 100 hellblauen Science Packs zusammenzubauen, sobald das Ärmchen durch ist. Ihr füllt euch fleißig. Wir haben jetzt schon 129 Batterien, obwohl wir nur 100 bräuchten, um das zu erforschen, was ich gerne hätte. Wobei, die Substation selber brauchten auch Batterien, ne? Boah, das wird alles schweineteuer, nur damit ich das Muster jetzt ordentlich habe. Also ja, wenn ihr effektiv spielen wollt, macht es nicht so wie ich. Arbeitet viel mehr mit Fließbändern, arbeitet viel mit Automatisierung. Ich baue das jetzt halt nur so, weil ich keine Lust habe, später umzubauen.
Aber in der privaten Welt hätte ich es wahrscheinlich auch nicht so gemacht wie hier. So, Fast Inserter sind da. Wir haben immer noch keine hellblauen Tränke, aber wir könnten sie jetzt herstellen. Ich warte mal eine Sekunde und guck mal, wie lange es dauert. Wow. Ich guck mal, wie lange es dauert, die herzustellen. Die 100 hellblauen Tränke. Ja, nee, das dauert noch ein bisschen. Bau das mal. Wir müssen auch rote Chips dafür herstellen. Das wird schweineteuer. Also erstmal irgendwas anderes. Zum Beispiel Lasertürme. Lasertürme klingt sehr gut. Alternativ hätten wir noch die halben roten Ärmchen, die tierisch schnell gehen und fast nichts kosten. Jo, mach mal. So, und Licht ist auch fertig, ne? Ja. Ich hätte gerne da Licht. Da Licht. So. So, das reicht auch schon mal. Gut. Und das ist mal eine richtig schön strukturierte Ölanlage. Verbraucht tierisch viel Platz, aber ist übersichtlich und ich kann überall durchlaufen. Nicht diese ineinander verschnörkelten, doofen Dinger, die ich da bisher immer hatte. Das will ich nie wieder haben. Wie viele Tränke haben wir? Null. Wow. Okay, ich sollte das anders machen. Ich sollte. Was? Ja, schön, dass du fertig bist. Explosives. Für Granaten wäre das praktisch, ja. Bessere Pipes brauche ich noch nicht. Bessere Fließbänder. So eine Sache. Solarzellen. Akkus. Akkus wären schick.